Ich gehe stark zur Arbeit mir, nachdem die Predigten vorbei sind. Dann nehme ich meinen Panzerhauenschuh und ich hau ihn um die Ohren. Was sollte das? Aber mir, Jamorenes! Ihr habt das Haus. Mein Haus jedenfalls und alle guten Toria beleidigt. Ich fordere euch zum Duell. Ich habe das schon gesagt, es tut mir leid. Nehmt an oder seid ein ehrloser Hund. Ihr wollt mich fordern? Hab ich gerade gesagt, oder? Das habt ihr gesagt. Nun gut, nennt den Zeitpunkt und die Sekundanten. Der Zeitpunkt ist der erste Rondra. Ein Sekundant ist Geras Karino. Welche Waffen? Ich denke, als Geforderter kann ich die Waffen wählen, nicht wahr? Selbstverständlich. Nun gut. Dann wähle ich den Säbel. So sei es, der Säbel. Wo Nun. wollt ihr euch duellieren? Das werden wir zu gegebener Zeit sehen. Herrin Rondra wird uns einen Platz weisen. Nun, ich nehme das Duell hiermit an. Dann sei es von Rondra und von allen Anwesenden gehört. Aber Mirja Morenes hat angenommen und soll ein ehrloser Hund sein, wenn er nicht erscheint. Begleite euch die ganze Zeit. Warum sollte ich nicht erscheinen? Es macht in der Tat wenig Sinn. Bis zu welchem Blut wollt ihr denn kämpfen? Nur damit ich weiß, ob das interessant wird. Selbstverständlich, bis zum zweiten. Darf das nicht der Herausgeforderte wählen? Ich denke auch. Ich nehme das erste Blut. Ha, ihr enttäuscht mich. Feigling. Ihr seid ein Feigling, weil ihr als Ritter gegen einen Magier kämpft. Ihr Aber seid lassen wir ebenfalls Ritter. das. Vergesst ihr. Ich bin ein Ehrenritter des Hauses Garret, ein rein formeller Titel, aber Dann hättet wenn ihr Sorge solch. tragen sollen, diesem Titel gerecht zu werden und euch nicht darauf ausruhen. Nun, vielleicht solltet ihr euch in die Zukunft würdige Gegner suchen als schwache Magier und vielleicht Bauern sogar. Aber das ist euer Problem. Das Ziel eines Duells ist eigentlich nicht, sich selbst niederzumachen und sich selbst in ein schlechteres Licht zu führen, aber mir. Aber mir, warum habt ihr denn keine Magie als Waffen gewählt? Da hätte Jalan ganz schön alt ausgesehen. Ich denke, Magie ist einem solchen Duell nicht erlaubt. Eine Waffe zu wählen, die der andere nicht anwenden kann, ist der Herren Runde unwürdig. Das ist ja richtig spannend hier. Erzjan schaut euch zu, gerade auch so ein bisschen kleinen Grashalm. Ich weiß nicht, ob das der Herrin Rondra jetzt so würdig ist, wenn ihr als Ritter Abelmir herausfordert. Aber gut, das. Das ist das erste Blutballtag. Das ist immer richtig langweilig. Da hauen die sich einmal auf die Schnauze und dann ist alles wieder vorbei. Das dauert Was ist zwei denn das? Sekunden. Sag Ich bin das mal, erste Blut. Rafim, darf ich jetzt den Ritter auch hauen und dann darf ich mit euch rumziehen bis zum ersten Rondra? Das kommt Ihr drauf an, seid welchen Ritter du nicht von hauen Stand. Ihr könnt ihn willst. nicht fordern. Warum nicht? Da Ihr der seid Herrin nicht Rondra von euch keine Stand. Ehre in die Wiege gelegt hat. Bin ich vom Stand? Ach, ihr meint, Jetzt ist das. dass ich nicht adelig bin. Ach so. Das ist zu befürchten, als euer Name Schließer Erzieher. Kann ich dich fordern, Rafim? Oder Beutax? Kann ich dich fordern? Ja, wir können reden, aber das ist irgendwie wenig sinnvoll. Wenn du uns begleiten willst, kannst du uns einfach begleiten. Da brauchst du uns nicht herauszufordern. Okay. Beutax, warum lädst du eigentlich immer irgendwelche Leute ein? Wann habe ich das denn schon mal gemacht? Jetzt Erinnerst du dich noch an gerade. die Situation mit dem Schließer Ja. Erzieher? Zum Beispiel? Ist ein feiner Typ. Du auch, Ja. Beutax. Weiß ich, wie lange der erste Rondra noch hin ist? Also wie lange dauert es noch? Ein Ein Monat. Monat. Ein Monat? Oh, ich bin gespannt. Isarum wollt ihr nicht auch herausfordern? Oder soll es Naja, eure Ehre ich als denke, es Toriarin wäre. dann nicht verletzt? Er hat uns Doch, alle als natürlich. Dämonen bezeichnet. Aber ich denke, Yalan wird uns gut repräsentieren. Und naja, das wäre ja doch ein wenig ungerecht, wenn Abelmir jetzt zwei Duellforderungen bekäme. Wenn er ja natürlich nochmal auf die Idee käme, uns alle zu beleidigen, dann könnte ich mir das wohl vorstellen. Ich dachte, so eine Duell von Magierin zu Magier, das wäre doch bestimmt spannend Oh geworden. ja, dann könntet ihr ja wirklich zaubern. Dann könnten wir mal sehen, ob dieses Gerede von Abelmir, dass die graue Gilde die einzig wahre Gilde ist, auch wirklich wahr ist.
Ich habe mal von einem Horasier gehört, der bei einem Bankett zu Punin einen etwas übel angenommenen Scherz gemacht hat. Man sagt, nachdem ihn der letzte Federhandschuh getroffen hat, konnte man ihn auf einer Trage hinaustragen. Dann hat ihr habt euren Panzerhandschuh genommen, das scheint mir effektiver. Nun bleibt jetzt zwar, was wir in der Zwischenzeit machen. Wir müssen euch aufs Duell vorbereiten. Ja, am besten nehmt ihr nochmal Säbelkampfunterricht. Denke ich auch. Ich denke, ich brauche keinen Monat. Oh, wir sollten uns überlegen, was wir jetzt tun in der Zwischenzeit. Wir sollten nach Gareth. Wir sollten dem Rat der Helden berichten, wie es um das Reich steht. Wenn die Fürstin uns nicht weiter braucht, ja. Nun, die Fürstin scheint ihre Stadt ja, nachdem sie gesäubert ist, erst im Griff zu haben. Hoffen wir, dass sie diesmal besser verteidigt. Ja, sie war nicht anwesend. Also, nicht ihr Fehler, würde ich sagen. Und hoffen wir, dass nicht wieder irgendjemand irgendein seltsames Haus als Waisenhaus bezeichnet. Und danach, und Isarun, wohin zeigt euer Pendel? Schauen wir doch einmal, ob es immer noch in die gleiche Richtung zeigt. Ich nehme das Pendel mal raus und halte es an meinen Finger, sodass es schwingen kann. Mhm. Ja, es zeigt genau in Richtung Nordwesten. Nun, danach finden wir wen auch immer, auf den dieses Pendel zeigt. Wenn die Götter uns einen Kaiser gegeben haben, müssen wir ihn finden. Oh, ich nehme an, das wird der Answin sein, aber das werden wir dann ja sehen. Und wenn es Answin von Rabenmund ist, dann wird es so sein. Was für ein hanebüchener Unsinn. Warum denn? Wieso das denn? Ihr gehört doch zur kaiserlichen Familie. Nun, ja, aber der Kronprinz ist doch Selindia. Nur ich frage mich, was er dort oben tut. Unsere letzten Informationen verortet ihn. Nachdem, was ich zuletzt hörte, ist der junge Selindia an einem Giftmord erlegen. Das habe ich auch gehört. Deswegen dachte ich, dass das nur der Answin sein muss. Das sind doch blödsinnige Gerüchte. Er ist doch mit seiner Großmutter unterwegs. Also wenn sie sich nicht mit Giftanschlägen bzw. dem Schutz dagegen auskennt, wer denn sonst? Ja, seine Großmutter, die habe ich mal getroffen vor 30, 40 Jahren. Eine bezaubernde Frau. Die ist heute noch eine bezaubernde Frau. Sprechen wir von der gleichen Person? Ja, ich nehme an. Alara? Palega. Genau. Und ihr fandet sie bezaubernd? Ja, interessant. War sehr freundlich zu mir. Was ist mit Palega? Oh, auf diese Art freundlich. Nein, ich möchte nicht genaueres wissen. Danke, danke. Hä? Also sind die Gerüchte doch wahr? Nein, 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 ich denke nicht darüber nach. Was für Gerüchte? Über... Was? Und ihr solltet sie doch gerade kennen. Worum geht's jetzt gerade? Ich folge auch nicht so ganz. Ich bin noch durstig und hungrig. Amorösen Angelegenheiten der Kaiserin Witwe. Vielleicht ist Boltax der Vater von Brynn. Was? Das wirst du fürs Scheißelabern bezahlt oder sowas? Hey, ich bin gerade stolz, dass ich noch den Namen wusste. Ich kann nicht mehr. Oh, und Olaf ist ja so ein Hartmüll. Nein, 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 nicht auf diese Art und Weise freundlich zu mir gewesen. Nein, ich meine, wir haben uns einfach nett unterhalten. Also ihr habt euch nicht zwischen ihren Rücken versteckt. Sie hat nicht dein Bart gekrault. Nein, doch einmal, aber das hat Rücken nichts gesprochen, damit zu getragen tun. Haben soll, kann man sieben Zwerge verstecken. Nein, Moment, sie hat einen Bart gekrault. Ja. Erzählt. War nichts Besonderes. Sie hatte noch nie einen Zwerg gesehen und wollte wissen, ob der Bart echt ist. Und dann habe ich gesagt, natürlich ist der Bart echt. Und wie gesagt, darf ich einmal berühren? Dann habe ich gesagt, natürlich dürft ihr berühren, aber ihr müsst vorsichtig damit sein, denn der, naja. Ja. Also Boltax, ihr seid ja noch naiver als ich. Das funktioniert, ich muss mein Bart wachsen müssen. Ja, ihr habt ja schon einen Bart, ne? Also jetzt nicht so ein Boltax. Nur einen richtigen Bart, nein, natürlich. Richtig ja, ein Bart richtiger so. Bart würde euch gut zu Gesichte stehen. Ja, ich habe mich seit Ewigkeit nicht rasiert. Sag mal, euer Gnaden, macht ihr das öfter mit den, mit diesen Augen verdrehen? Augen verdrehen? Nur wenn ihr den Mund aufmacht. Keine Sorge, er ist öfter mal seltsam, ja. Ich muss da dem Granden zustimmen. Der hat so seine Momente. Aber gut, dann gehen wir zur Fürstin, fragen die, ob die noch irgendwas von uns braucht. Und sonst gehen wir zu Fuß nach Gareth. Ja, geil. Fußmärsche. Brauche der große Kammer. Okay, also von uns auch nicht das Frühstück irgendwo.
nochmal greifen wollen. Ich habe euch nicht verstanden. Kiaras hat mir ins Ohr geschwatzt. Ich sagte, Raul der Große kam auch zu Fuß nach Gareth. Ihr solltet euch nicht allzu sehr aufregen. Ach, wenn Raul der Große zu Fuß nach Gareth gelaufen ist, dann schaffen wir das bestimmt auch. Das müssen wir wohl. Ja. Nun, habt ihr alle eure Sachen? Sollen wir sofort aufbrechen? Ich dachte, wir gucken mal noch bei der Fürstin vorbei, aber... Ja, ich... richtig, zur Fürstin. Ach so. Naja, so ein Teil von meinem Zeug liegt noch da in diesem Hof. Habt ihr euer Zeug schon geholt? Ja, dann gehen wir noch bei diesem Hof vorbei. Machen der Fürstin unsere Aufwartung und dann... Wir sollten wohl auch eine Nachricht an, zumindest an Alvine senden, nicht wahr? Wäre gut, glaube ich, ja. An wen? Die Arvesgeweihte, die uns in einem halben Jahr begleitet. Avianda. Die! Ja, ja, ja. Manchmal nuschelt ihr so. Ja, das ist wie mit diesem anderen, der uns begleitet hat. Da habe ich auch so in den Namen vergessen. Wie hieß der denn nochmal? Aber ja. Ihr wisst doch, wer euer Bär ist, oder? Natürlich, mein Bär ist ja auch wichtig. Wie hieß der denn nochmal? Der ist mit uns hier durch Dapazien gerannt. Ihr meint Answin? Ja, aber nicht den Grafen, sondern den anderen, glaube ich. Ja, den von Wehrheim. Ja, kann sein. Ja, der. Der läuft, müsste da doch auch irgendwo rumlaufen. Tatsächlich. Ebenso war wie das unser letzter Stand. Ebenso wie der nominelle Reichsgroßgeheimrat und Jan Perignon. Ja, ey. Wenn dieses Pendel uns wirklich den jungen Selindion anzeigt, wird er vielleicht dort sein. Schließlich sind die beiden verwandt. Das ist richtig. Ja, vielleicht hat er Selindion die Leiche seiner Schwester gebracht. Die hatte er gesucht. Ein bitterer Gedanke, aber nicht auszuschließen. Die Wahrheit wird sich offenbaren, sobald wir dort sind. Davon ist auszugehen. Das ist richtig. So, Yalan ist ja jetzt erster Praios. Ist das okay, wenn ich heute zaubere? Oder ist das irgendwie ein besonderer Feiertag, wo man zaubern darf? Habt ihr gerade den Praios-Geweihten gefragt, ob ihr zaubern dürft? Ja, ich will seine Gefühle nicht verletzen. Ist es immer besser, erst zu zaubern, danach um Vergebung zu bitten bei Janan? Ja, es wäre auch nur Antimagie, also... Ihr seid von Marder gezeichnet, zu jeder Zeit des Jahres. So gut. Wenn ihr diese Gabe einsetzt, wird der Herr Praios entscheiden, sobald ihr vor der Seelenwaage steht. Bis dahin müsst ihr dies wohl mit euch selbst ausmachen. Ja, aber dann ist das wunderbar. Nicht im Tempel, ja. Dankeschön. Natürlich nicht im Praios-Tempel. Warum sollte ich im Praios-Tempel zaubern? Ich werde überrascht. Ja, so könnt ihr dann gemeinsam in Richtung des Palastberges gehen, wohin sich dann die beiden Geschwister wieder zurückgezogen haben und dort dann in ihrem Palast stehen, in ihrem Thronsaal, die Fürstin Irmegunde, Miria von Rabenmund. Miria, den Namen habt ihr schon mal irgendwo gehört? Miria. Als ihr dann vor ihr steht, könnt ihr dann wohl auch die Gespräche mit ihrem Bruder Okurian unterbrechen und sie blickt euch dann mit ihrem fehlenden Arm und ihren arroganten Zügen an. Arrogant nicht wirklich, sondern eher mächtig. Kalte Augen, die ihr erkennen könnt. Trotzdem eine sehr dominante Schönheit. Ach, ihr Helden von Romedes. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass ihr gemeinsam mit uns diese Tage des Frevels durchgestanden habt und mein Bruder berichtete bereits, dass ihr einen großen Dämon in dem Tempel gestellt und vernichtet habt. Ihr habt also mein Volk durchaus eine große Tat erwiesen. Wie kann ich euch das zurückzahlen? Also ich hätte da eine Idee, ich weiß jetzt nicht, ob ihr da so offen seid. Und zwar, ich habe hier noch keinen Ronran-Tempel gesehen, falls hier einer ist, möchte ich mal nicht abstreiten. Befindet sich in diesem ein Chorschrein? Ihr wollt einen Chorschrein bei uns in Romulus etablieren?
Ja, also wenn nehme ich auch einen Ronra-Tempel noch dazu. Ich weiß, ihr seid ja nicht so mit Chor und wenn Ronra dabei steht, dann beruhigen die meisten sich immer ein bisschen besser. Aber ich würde auch nur einen Chorschrei nehmen. Ich werde sehr gerne noch einmal mit unserer Rondrianerin Dana Holzhau darüber sprechen. Sie wird sicherlich dafür sorgen und vielleicht zieht dieser neue Schrein einige Söldner an, die wir sicherlich demnächst brauchen werden. Ja, also ich kann das natürlich nicht allein entscheiden, aber ich würde dann in Gareth mal fragen, ob die euch jemanden schicken können, der so einen Schrein aufbaut und den einweiht. Ihr seid bisher nur ein Akolot hier. Das ist richtig. Aber ich wollte mal wenigstens fragen, ob ihr offen gegenüber der Idee seid. Nun, durchaus. Ihr werdet Rafim genannt, richtig? Ja. Habt ihr bereits einen Ordensnamen? Ich arbeite noch dran. Ich hab mich Kanavar genannt, das bedeutet auf Anavarnisch die Bestie. Aber das ist jetzt schon mein Nachname und dann würde ich Kanavar Kanavar heißen, das heißt die Bestie und das wird auch sehr verwirrend. Ich würde euch zumindest großmütig gestatten, dass ihr euch von Romulus benennen dürft. Damit würdet ihr euren Namen Kanavar von Romulus in die Welt tragen. Und uns und euch viel Ruhm bringen. Das würde meinen Namen länger machen. Das ist ja immer ganz schick, wenn man dann so ausgerufen wird und dann kommen diese 25 Namen von den Leuten, dann hätte ich wenigstens zwei. Das nehme ich. Es sei. Ich nick mal Kiaras selbstgönnerisch zu. Ich bin jetzt einer von Romulus. Sehr schön, sehr gut. Danke. Ja, Karinor, wollt ihr nicht irgendwas? Jetzt ist die Frage, Zeit zu fragen. Kommt heran. Nun, ich kann natürlich auch darum bitten, dass ihr eiligst den Tempel der Raya wieder aufbaut. Doch ich denke, das wird auch getan, ohne dass ich danach frage. Sicherlich, wir haben draußen vor dem Donnerfeld ein eigenes Vergnügungsviertel. Ich habe die Schäden dort noch nicht inspizieren können, aber ich gehe stark davon aus, dass die Travia-Kirche ihre Macht dazu benutzen wird, den Wiederaufbau zu blockieren. Aber ich bin durchaus gewillt, die Macht zu benutzen, damit sie wieder entstehen kann. Dafür würdet ihr mir natürlich etwas schulden. Natürlich. Ich denke, der Göttin zuliebe. Ja, doch, sollte ich euch darum bitten. Dann werde ich mich dafür einsetzen, dass dieses Viertel wieder in eurem Namen erbaut wird. Dann hoffe ich, es bald im neuen Glanz erblicken zu können. Damit blickt sie ja mal zu Yalan. Er durchlaucht. Eure Großzügigkeit in diesen Zeiten der Not ist bemerkenswert. Ich bitte euch. Ich bin mir sicher, dass der Praios-Tempel zu gegebener Zeit geräumt und aufgebaut wird. Ich bitte euch allerdings, alle Gegenstände aus dem Bandstrahler-Turm nach Gareth zu überstellen, da die Zukunft des Ordens unsicher ist. Auch das kann ich für euch in die Wege leiten. Des Weiteren sind die Seelen des Krieges, die wir führen, nicht so sehr das Gold, sondern mehr die Männer, die ihn kämpfen. So bitte ich euch doch, wenn die Zeit gekommen ist, uns alle Männer, die ihr könnt, zur Verfügung zu stellen, um die Mark endgültig zu reinigen. Ihr begehrt Soldaten, die ihr führen mögt? So ist es. An wie viel habt ihr gedacht? Ich wäre mit allem zufrieden, dass ihr mir in eurer großzügigen Weisheit zur Verfügung stellen könnt. Wenn ihr das nächste Mal in Romulus seid und ich vertraue darauf, dass ihr uns noch einmal besucht, denn auch ihr werdet mit eurem Namen sicherlich einiges an Ruhm für uns bringen, dann werde ich euch Söldner und Soldaten zur Verfügung stellen, die bis da ausgehoben sind. Vielen Dank, euer Durchlaucht. Nun, ich hätte noch eine ganz kleine Bitte. Das ist eigentlich eher so etwas, das pro forma gemacht werden müsste. Also, ich weiß ja nicht, ich darf ja nicht in alle Archive von hier eurer magischen Gilde, eurem Informationsinstitut reingucken, weil, naja, ich bin halt ein Zwerg, der nicht zur Gilde gehört.
kann ich verstehen. Aber falls da in den geheimen Aufzeichnungen irgendwas zu Elementaren oder so zu finden ist, würde mich schon interessieren. Also, was mal überprüft wird. Ja. Ich kann natürlich nicht für die Graue Gilde sprechen und kenne mich nicht mit dem Rechtlichen aus. Allerdings ist dieses Institut eine Kooperation mit der weltlichen KGA, so sie denn noch existieren sollte. Und auf diesem profanen Zweig kann ich jetzt sowohl Einfluss nehmen, als auch euch dann diejenigen Dokumente beschaffen. Das ist allerdings nur in Romandes möglich. Also verzeiht euer Durchlauch, das Informationsinstitut gehört selbstverständlich der Weißen Gilde an. Ach, seht ihr, so gut kenne ich mich aus. Der Weißen Gilde. Schwarz, grau, weiß. Verzeiht. Aber dennoch wird es ermöglicht werden. Ja, das ist wunderbar. Das ist mehr, als ich zu hoffen gewagt hatte. Vielen Dank. Ihr dürft schon mal, wenn ihr wollt, Staatskunst würfeln. Dürft ihr natürlich alle, so ihr es denn aktiviert habt. Damit blickt sie die beiden Magier an. Nun, euer Durchlaucht. Der Bibliothekar des Informationsinstitutes, Sigmar Heisinger, hat hervorragende Arbeit geleistet bei der Haltung der Stellung und Verteidigung von Romulus. Wenn es eine Möglichkeit gibt, ihn und seine Kollegen in ihrem reichsgefälligen Tun im Kampf gegen die Feinde und zur Informationsbeschaffung zu helfen, so möchte ich euch doch darum bitten, dass die entsprechenden Erlaubnisse und finanziellen Zuwendungen ihnen zur Verfügung gestellt werden, wann immer sie sie benötigen. Immerhin ist es die Aufgabe auch des Informationsinstitutes, für die Sicherheit des Reiches zu sorgen. Dies sei euer Wunsch. Nun, ich denke, dass mit dem Wiederaufbau sowohl des Praios-Tempels, dabei nickt sie einmal in die Richtung von Yalan, als auch des Informationsinstitutes uns allen, nicht nur mir, sondern auch dem Reich gedient ist. Selbstverständlich werde ich es in die Wege leisten und wir werden einiges an Schuld aufnehmen, damit wir uns die Handwerker diesbezüglich leisten können. Aber ich werde euch versichern, dass dieses Gebäude eines der ersten sein wird, noch bevor den Villen oder auch den anderen Gebäuden im Bürgerviertel. Habt Dank, euer Durchlaucht. Euer Durchlaucht, ich hätte nur einen kleinen Wunsch für mich und einen etwas größeren für die Graue Gilde. Nun, mein persönlicher Wunsch wäre es erst einmal, ein Empfehlungsschreiben bzw. einen detaillierten Bericht von euch oder euren Untergebenen, in dem der Kampf von mir und meinen Gefährten gegen die Dämonen in dieser Stadt nachdrücklich hervorgehoben wird. Der zweite Wunsch. Vielleicht könntet ihr der Grauen Gilde erlauben, eine kleine Dependance in dieser bezaubernden Stadt aufzumachen und sie eventuell etwas unterstützen mit Räumlichkeiten und nun ja, gewissen Freiheiten, könnte man sagen. Auch dies werde ich in die Wege leiten. Immerhin. Aus diesem Wunsch entspringt dann auch die Macht für mich. Ich werde natürlich eure Namen als Helden der Stadt notieren und dementsprechend anführen. Vielen Dank. Ich verneige mich nochmal tief. Also gut, dann lassen wir meine Schwester mal hier alleine mit ihren Beratern und all das in die Wege leiten. Folgt mir. Ja, damit geht Okurian mit euch wieder nach draußen. Ich glaube, ich muss euch nicht erklären, was meine Schwester gerade getan hat, oder? Mit uns geredet. Ja, mit Blick da einmal in Richtung von Abelmir, Isarun und Kiaras. Um Missverständnis zu vermeiden, könntet ihr uns vielleicht aufklären?
Was wir aufklären, worum geht's denn jetzt? Ihr seht. Sie hat euch gerade mit eurem Namen an die Stadt gebunden. Jeden einzelnen von euch. Wisst ihr, sie spielt gerne Spiele. Spiele, dessen Regeln sie bestimmen kann. Dessen Regeln allerdings nicht alle anderen verstehen. Ich glaube, dass nach und nach eure Namen wichtiger wiegen als der meiner Schwester, so sie denn auch Fürstin sein wird. Aber das, was sie gerade eben tat, ist wesentlich sinnvoller für sie als das für euch. Naja, das lässt sich erst im Nachhinein beurteilen. Sicher. Nun, es ist durchaus offensichtlich, sonst jeder von uns hat ja auch eher zum Willen der Stadt eine Bitte gestellt. Solange die Stadt noch steht, sobald wir hierher zurückkommen und nicht erneut von Dämonen gereinigt werden muss, darf sie gern unseren Namen benutzen. In Zeiten wie diesen muss das Mittelreich zusammenhalten. Ob sich jetzt die eine oder andere Gefälligkeit dadurch ergibt, dann sei es eben so. Ihr müsst verstehen, wie so etwas läuft. Ihr könnt jetzt natürlich durch die Welt ziehen, weitere Heldentaten vollbringen und sagen, dass ihr für die Fürstin agiert oder in ihrem Auftrag, aber ebenso kann sie sagen, dass sie euch losgeschickt hat und dass dadurch auch Ruhm für sie wächst. Naja, es ist ein Gewinn auf beiden Seiten, wie mir scheint. Unsere Handhabe wird etwas größer, dadurch, dass wir eine Art Mandat von ihr bekommen haben, und auf der anderen Seite kann sie sich mit unseren ruhmreichen Taten schmücken. Solange sie sich natürlich an die Praios gefällige Ordnung hält und Wahrheitsliebe. Gleichzeitig wird natürlich jede Ungnade, in die wir fallen, auf die Alatravia gefälligste Durchlaucht zurückschlagen. Versteht mich nicht falsch, meine Schwester ist kein böser Mensch, aber sie versteht es, die Spiele zu spielen. Immerhin ist sie jetzt diejenige, die eine Heldengruppe beauftragt hat oder durch das Land ziehen lässt. Und zwar eine Heldengruppe, die Galotta den Kopf abschnitt. Also dir ist mehr abgefallen, um ehrlich zu sein. Nun, sie sollte sich natürlich auch im Klaren sein, dass sie durchaus nicht die Erste ist, die dieses Spiel spielt. Wir sind im Auftrag von Gareth unterwegs, von Kunchum, von Zorgan. Jeder versucht, sich ein Stück des Kuchens abzuschneiden. Aber für uns zählt nur, solange noch weitere Teilchenköpfe rollen, soll es so sein. Das mag richtig sein, aber ich glaube nicht, dass sich die Familie von Wertling auf ihre Kappe schreibt, dass sie euch beauftragt hat. Bislang zumindest nicht, nein. Seht ihr? Ich mag Ludolf, er ist ebenso von Prinzipien erfüllt, wie ich es bin. Ich bin ein Mann des Praios. Er ebenso, allerdings sieht er... Ich lasse das einfach mal so stehen. Ihr seid sicherlich mit Ludolf und seinen Prinzipien vertraut. Aber ich werde von hier aus auch erst einmal in Richtung meiner Burg aufbrechen. Wir werden uns sicherlich drüben wiedersehen. In der Finstermark solltet ihr denn dort auftauchen. Ich werde versuchen, von meiner Burg aus in Richtung Norden zu ziehen und diese Nekromanten zurücktreiben. Mit etwas Glück werden wir uns wiedersehen.